Chaos in den Straßen von Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka. Geh, Gota, geh, rufen die Demonstrierenden. Sie wollen, dass Präsident Gotabaya Rajapaksa nach wochenlangen Unruhen im Land endlich seinen Posten räumt. Zuvor hatte die wütende Menge den Präsidentenpalast gestürmt und den Staatschef in die Flucht getrieben. Er wird vom Militär an einem geheimen Ort beschützt. Für die Menschen trägt Rajapaksa mit seinem Missmanagement die Verantwortung für die verheerende Wirtschaftskrise im Land. Ich denke, dass unser Kampf am Ende belohnt wird. Ich wünsche unserer Protestbewegung nur das Beste. Wir werden gute Veränderungen für Sri Lanka erreichen. Premierminister Ranil Wickremesinghe hat inzwischen seinen Rücktritt angeboten, um den Weg freizumachen für eine Allparteienregierung. Doch ob das den Menschen reicht, ist fraglich. Sie wollen einen echten Wandel und dass die alte Machtklicke aufhört, im Hintergrund die Fäden zu ziehen. Die Proteste in Sri Lanka dauern seit Monaten an. Das Land leidet unter einer extremen Wirtschaftskrise. Stromausfälle, geschlossene Schulen, kaum Medikamente, Lebensmittel oder Benzin. Grund ist eine starke Abwertung der Landeswährung, wodurch Importe erheblich teurer wurden. Die Polizei versucht, die Proteste mit Wasserwerfern einzudämmen. Doch die Menschen wollen so lange weiter demonstrieren, bis auch Präsident Rajapaksa geht.